Ist es wirklich notwendig, seine YouTube-Videos aufwendig zu schneiden? Ich selbst bin ja ein großer Fan vom Videoschnitt. Ich blende Elemente, Texte, Musik, Übergänge und Effekte ein, betreibe Color Grading, schneide meine doch manchmal recht vielen Versprecher raus. Aber dieses Video, das du gerade siehst, ist in keinem Wege irgendwie bearbeitet und ich habe die Datei so, wie sie ist, direkt auf YouTube hochgeladen. Warum tue ich das? Viele neue YouTuber hadern damit, Videos überhaupt erst hochzuladen, weil das Videoschneiden für sie eine so große Barriere darstellt. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel der Taxifahrer, der uns in Bali rumgefahren hat. Der hat sich auch schon mal auf YouTube versucht. Er meinte aber, er hätte keine Zeit dafür und er wüsste auch nicht, wie das geht, seine YouTube-Videos zu schneiden. Und da meinte ich zu ihm, eigentlich bräuchte er das doch nicht. Eigentlich könnte er doch beim Taxifahren die Kamera anschalten und irgendwas erzählen, was zum Beispiel Touristen besonders interessiert. Zum Beispiel, wie ist der Verkehr in Bali? Worauf muss man da achten? Oder was ist ein Balinese so typisch zum Frühstück, Mittag und Abendessen? Und da reicht es ja, wenn er die Kamera anstellt, beim Fahren irgendwas Spannendes erzählt und irgendwann die Kamera wieder ausmacht und das Video direkt so hochlädt. Und wenn der Videoschnitt auch für dich so einen Stolperstein wie für ihn darstellt, dann möchte ich dir mit diesem Video zeigen, dass es möglich ist, Videos zu produzieren, die nicht geschnitten und auch nicht bearbeitet wurden. Dazu habe ich dir die folgenden 4 Tipps und einen Bonustipp zusammengefasst. Und mein Tipp Nummer 1 ist: Plane deine Videos. Gute Planung macht es dir erstens leichter, dich während des Videofilms an einen roten Faden zu halten und zweitens sorgst du dafür, dass du auf YouTube besser positioniert bist, also damit deine Videos auch überhaupt gefunden werden. Für die Reichweite deiner Videos gibt es 2 essentielle Bausteine. Einmal das Erscheinungsbild deiner Videos, also das Thumbnail und der Titel. Die haben ja erst einmal gar nichts mit dem Videoschnitt selbst zu tun oder mit dem Videoinhalt, sind aber der wichtigste Indikator dafür, dass dein Video überhaupt angeklickt wird und dass es dann auch überhaupt gefunden und gesehen wird. Unser Ziel sollte es dafür sein, mit unseren Videos eine möglichst hohe Klickrate der Impressionen zu erzielen. Also die Klickrate der Impressionen zeigt an, wie oft dein Video angeklickt wird in Relation zu, wie oft dein Video potenziellen neuen Zuschauern vorgeschlagen wird. Also wenn dein Video, sagen wir mal, 100 Personen auf der YouTube-Startseite vorgeschlagen wird und 5 Leute davon dein Video anklicken, dann dann auch hoffentlich anschauen, dann liegt deine Klickrate der Impression bei 5%. Und je höher dieser Wert ist, desto besser. Also spare keine Zeit daran, dir Gedanken zu einem catchy Videotitel zu machen, solange du kein Clickbait betreibst natürlich. Und nimm dir Zeit, dein Thumbnail möglichst ansprechend zu gestalten. Und das würde ich tatsächlich empfehlen, zu gestalten und zu bearbeiten und nicht einfach einen der 3 vorgeschlagenen Videoausschnitte, die YouTube einen vorschlägt, wenn man ein Video hochlädt, sondern dass du wirklich ein explizites Thumbnail gestaltest. Ich mache das immer in Canva. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht, wie ich meine Thumbnails in Canva gestalte. Also falls dich das interessiert, dann verlinke ich dir das Video sehr gerne hier oben auf dem i oder unten in der Infobox. Und wenn dein Video dann angeklickt wurde, dann zählt der Videoinhalt. Diesen empfehle ich ebenfalls zu planen oder gut und strukturiert zu durchdenken, denn gute Videoinhalte halten deine Videozuschauer gespannt am Schauen und das wirkt sich dann wiederum positiv auf deine durchschnittliche Wiedergabedauer aus. Je höher diese ist, also diese beiden Werte, die Klickrate der Impressionen zuerst und dann die durchschnittliche Wiedergabedauer, desto weiter verbreitet YouTube dein Video und schlägt es immer mehr potenziellen neuen Zuschauern und auch potenziellen neuen Abonnenten vor. Wichtig ist hier zu beachten, dass der Videoinhalt und der darin enthaltene Mehrwert für deine Zuschauer oft deutlich wichtiger ist als der eigentliche Wert der Produktion. Klar gibt es auch YouTuber, die für ihren besonderen Schnittstil bekannt geworden sind. Da fällt mir zum Beispiel Emma Chamberlain ein. Die wurde dadurch bekannt, dass sie ihre Videos sehr aufwendig und sehr speziell geschnitten hat. Oder Leute, die bekannt geworden sind durch ihre super aufwendigen und teuren Produktionen, wie zum Beispiel MrBeast. Aber wenn du zum Beispiel gut im Erklären bist,
in Geschichten erzählen oder darin, Menschen zu bestimmten Themen zum Nachdenken anzuregen und deine Zuschauer deshalb deine Videos gerne schauen, dann kannst du auch ohne aufwendig geschnittene Videos auf YouTube durchstarten. Kommen wir zum Tipp Nummer 2. Und der ist: Übung macht den Meister oder die Meisterin. Übe dich darin, Öms und Ös zu vermeiden, also solche Füllwörter, die da nicht reingehören. Wiederhole dich nicht unnötig und lerne, auf den Punkt zu kommen. Nenne also zum Beispiel einen Tipp in deinem Video oder einen Aspekt in deinem Video nur einmal und belege ihn nicht mit 10, sondern mit einem Beispiel. Das reicht meistens vollkommen. Wir haben ja heutzutage wenig Zeit. Und wenn jemand ein Video zum gleichen Thema findet, sucht und einmal mit 5 Minuten oder ein Video ist 5 Minuten lang und das andere ist 20 Minuten lang, dann wird er vermutlich erstmal das 5 Minuten Video anklicken, weil viele Leute die Zeit nicht haben, sich ein 20-minütiges Video anzuschauen, wenn sie den gleichen Inhalt in einem 5-Minuten-Video bekommen. Deswegen halte dein Video so lang wie nötig, aber dennoch so kurz wie möglich. Übe auch, selbstbewusst und sicher vor der Kamera zu sprechen. Dazu habe ich auch schon ein Video hochgeladen, wie du sicher vor der Kamera sprechen kannst. Das verlinke ich dir auch sehr gerne hier oben auf dem i oder unten in der Infobox. Und übe dein neues Video ein bisschen, bevor du das filmst. Das kannst du beim Spazierengehen machen, das kannst du auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio machen. Einfach, wenn du dir Videostichpunkte gemacht hast, übe die vorher ein bisschen, bevor du dann anfängst, dein Video final zu filmen. Und all diese Punkte in Kombination sorgen dann dafür, dass du deine Videos gut in einem Rutsch durchfilmen kannst. Das klappt wahrscheinlich noch nicht zu 100% von Anfang an. Also sei geduldig mit dir selbst und erlaube dir mehrere Anläufe, bis es dann klappt. Das dauert nämlich vermutlich dann immer noch weniger lang, als wenn du dein Video dann aufwendig ins Schnittprogramm importierst und das bearbeitest und das dann erst hochlädst. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Challenge für sich selbst. Ich tendiere nämlich dazu, mich oft zu versprechen und weil ich einfach manchmal drauf losrede und meine Videos nicht so super ausgereift plane, aber da habe ich mir jetzt so ein bisschen die Challenge gesetzt, dieses Video hier zu filmen, weil ich versuchen möchte, möglichst wenige Versprecher in ein Video zu integrieren, damit ich auch vielleicht in Zukunft, wenn ich das denn übe, ein bisschen weniger Zeit für meinen Videoschnitt verwenden muss. Mein Tipp Nummer 3, hier auf meiner wundervollen Pinnwand, das ist dieser hier. Verwende Utensilien, wie zum Beispiel hier so eine wundervolle Pinnwand oder Post-its, upsala, oder Post-its, ja, mein Mikrofon gekommen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt, den ich wahrscheinlich in meinem Video rausgeschnitten hätte. Den lasse ich jetzt aber natürlich drin, weil dieses Video ist ein One-Take und das ist auch nicht schlimm, wenn sowas mal passiert, ne? Also Utensilien wie eine Pinnwand, Post-its oder Schilder, so wie ich das jetzt hier auf meiner Pinnwand gemacht habe. Normalerweise würde ich Texte einblenden oder Elemente einblenden, aber du kannst dein Video so auch oder das, was du sagst, damit dann auch verdeutlichen und dich daran dann so langhangeln. Und du sagst, okay, ich habe 4 Tipps und einen Bonustipp. Kann man das zum Beispiel so machen, dass man sich eine Pinnwand baut? Du könntest aber auch ein Whiteboard basteln, also hier auf der anderen Seite. Wenn da jetzt keine Pferdesticker draufkleben würden, könnte ich da auch was draufschreiben, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Manche verwenden eine PowerPoint-Präsentation, wie zum Beispiel Dr. Berg. Der ist auch ein sehr erfolgreicher YouTuber, der benutzt meistens ein Whiteboard oder irgendwie so eine Tafel oder eine PowerPoint-Präsentation. Oder du kannst Gegenstände zeigen, zum Beispiel Produkt- oder Buchempfehlung oder sowas ähnliches hier. Ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel über mein Video-Equipment rede, dann zeige ich gerne die Utensilien in die Kamera. Das machen ja auch Make-up-Artists zum Beispiel in ihren Videos. Die zeigen dann immer wieder ein anderes Make-up-Produkt, obwohl die in einem One-Take zeigen, wie sie sich schminken. Also eigentlich passiert da nicht viel, außer dass sie sich schminken. Aber dadurch, dass sie immer wieder neue Produkte wählen und dazu dann eventuell auch was erzählen, macht es das Video einfach deutlich spannender. Und so lenkst du die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer immer wieder um und dein Video wirkt automatisch viel abwechslungsreicher und spannender, weil du nicht einfach nur dort sitzt und was erzählst, so wie ich das jetzt gerade mache, sondern weil im Bild trotz der fehlenden nachträglichen Bearbeitung ein bisschen was passiert. Genau, denn ich erhebe mein
eine Tafel nochmal für den Punkt Nummer 4. Und das ist, lade dein Video hoch. Und das ungeschnitten. Und wenn du also mit deinem One-Take dann zufrieden bist und du alles gesagt hast, was du sagen wolltest, nimmst du die Speicherkarte aus deiner Kamera, tust sie in deinen PC oder in deinen Laptop und ziehst die Datei einfach so, wie sie ist, bei YouTube hoch, um die hochzuladen. Oder natürlich, wenn du es mit dem Handy filmst, manche filmen auch mit dem Handy, dann kannst du das natürlich auch direkt von deinem Handy in der YouTube-App hochladen. Mein Tipp hier an dich ist, sei dann nicht zu perfektionistisch, denn selbst wenn mal ein kleiner Versprecher, ein Huster oder ein Post-it am Fuß klebt und man den gerade abzieht, wenn das in dem Video passiert, dann ist das erstens nicht schlimm, dann kann man das drin lassen. Das ist ja auch einfach meistens nur sympathisch und eigentlich gar kein Drama. Aber wenn du dir jetzt irgendwie ein Glas Wasser holen musst oder so, weil deine Stimme so trocken war und du denkst, ach, jetzt möchte ich das aber nicht von ganz von vorne drehen, dann kannst du immer noch in dem YouTube Video Editor Feinjustierung vornehmen. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gedreht. Also, falls dich das interessiert, dann schau gerne bei meinem Video zum Video Editor vorbei. Verlinke ich dir auch sehr gerne auf dem i oder in der Infobox. Und upsala. Was ich jetzt neulich herausgefunden habe, ist, dass man, ich dachte erst, dass man bei dem Video-Editor nur den Anfang von einem Video wegschneiden kann oder nur das Ende kürzen kann. Was man aber auch machen kann, dass man einen Clip in der Mitte rauskürzen kann. Wie zum Beispiel, wenn man kurz in die Küche läuft, um sich ein Glas Wasser zu holen, kannst du zum Beispiel Minute 3 bis Minute 4 komplett rausnehmen in dem Video-Editor und diesen Part so rausschneiden, dass du dein ganzes Video deswegen nicht nochmal neu drehen musst. Was du noch machen kannst, so als kleiner Geheimtipp, hier mein Bonuspoint unter dem grünen Post-it, upsala, ist mit einem Teleprompter arbeiten und dein vorbereitetes Skript davon abzulesen oder dich an den Stichpunkten, die du damit vor dir einblendest, entlanghangeln, damit du keinen wichtigen Aspekt vergisst. Und gerne stelle ich dir in meinem nächsten Video vor, wie du mit einem Teleprompter zu Hause arbeiten kannst. Und bis dahin hoffe ich, dass dieses Video hier hilfreich für dich war und mindestens ein wichtiger Tipp oder hilfreicher Tipp für dich dabei war von meinen 4+1 Tipps. Lass mir gerne Feedback in Form einer Bewertung da oder eines Kommentars oder einen super Thanks zum Beispiel. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei meinem nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Also, sag ich einfach mal, bis dann. Mach's gut. Ciao.